Es ist viel zu lange her. Viel zu lange her, dass ich mich hier hingesetzt habe und eine Review zu einer Limited Edition, zu einer Co-Creation einer anderen Beauty-Influencerin gedreht habe und ich bin hyped. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin so glücklich, dass das jetzt wieder die Realität ist, denn ich habe mich gestern ganz viel mit vielen meiner Kolleginnen und Kollegen unterhalten und wir haben überlegt, wie lange es her ist, dass es eine Limited Edition in der Drogerie gab von einer Influencerin oder einem Influencerin, unabhängig von meiner Kollektion. Und es ist sehr lange her und deswegen freue ich mich unendlich auf dieses Video, denn ihr habt es mit Sicherheit alle mitbekommen, Alisha Marie hat sich mit Gender X Beauty, der eigenen Marke von Marvin Magnificent, zusammengetan und einfach eine komplette Kollektion rausgebracht und wir testen sie jetzt. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ich bin noch ein bisschen müde. Wirklich, es ging gestern sehr lang. Es war gestern ein sehr schönes Launch-Event. Einfach mal was ganz anderes. Die meisten Events von Brands sind immer sehr produktlastig und gestern war es wirklich wie so ein Klassentreffen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Zuallererst muss ich mit der Tür ins Haus fallen. Ellie ist eine gute Freundin, Marvin und ich, wir kennen uns auch schon Ewigkeiten und deswegen ist es mir so ein, es ist ganz klar, dass ich dieses Video mache. Ich glaube, wir wissen alle, dass da nichts Schlechtes bei rauskommt, wenn diese zwei Supermäuse sich zusammengetan haben. Nichtsdestotrotz probieren wir sie aus. Online bei DM habe ich gesehen, ist sie schon, glaube ich, ausverkauft oder erstmal ausverkauft. Ich verlinke sie euch aber unten. Ich weiß, dass sie es auch in ihrem eigenen Shop haben. Und in einigen Filialen findet ihr die Produkte auch. Was gibt es? Halt nein. Ihr könnt in diesem Video wieder Emojis zählen, denn ich habe noch das PR-Paket von Danny und das darf ich an euch verlosen. Also zählt einfach die Emojis und schreibt mir in die Kommentare, wie ich euch erreichen kann. Und vielleicht habt ihr ja Glück und ihr kriegt ein Paket. In der Kollektion sind neben einer Lidschattenpalette zwei Paar Wimpern und ein Pinselset mit dabei, inklusive einer Pinseltasche. Die zeige ich euch einmal jetzt hier, weil die ziemlich passend ist, denn die ist durchsichtig und ich fliege, also wenn ihr das seht, bin ich schon weg. Ich fliege weg und die passt perfekt ins Handgepäck. Da passt wirklich viel rein. Die fühlt sich richtig gut an. Das Design ist angepasst an die Kollektion. Rosé Gold, Alisha Marie, Gender X Beauty. Sehr schön. Worüber ich mich, glaube ich, am meisten gefreut habe, ist das Pinselset. Ich muss dazu sagen, mir sieht das Ganze, Gott sei Dank, sehr inspiriert von der ersten Ellie-Palette in Zusammenarbeit damals mit BH Cosmetics aus. Und das finde ich großartig. Denn ich glaube, es gibt keine Influencer-Collab wie die von Ellie und BH, die so lange kontinuierlich in Favoritenvideos ist. Die Palette ist eine Ikone und auch das Pinselset war sehr gut. Hier, finde ich, haben wir eine perfekte Ergänzung zu dem Pinselset. Wir haben was zum Blenden, wir haben einen Eyeliner-Brush, wir haben was für die Augenbrauen oder für einen Eyeliner, größere Blendepinsel, kleinere Blendepinsel und ich finde eine gute Ergänzung. Das Design gefällt mir sehr gut. Auch hier haben wir wieder das Rosé Gold und der Stiel sieht so ein bisschen aus wie Perlmutt. Sehr hochwertig, fühlt sich gut an. Wir gehen aber zu der Lidschattenpalette. Denn die ist natürlich ein Hingucker. Das Booktober Queen Ellie hat. Ich muss dazu sagen, Ellie und ich hatten vor über einem Jahr über die Kollektion geredet. Die ist nämlich seit länger als 2 Jahre, glaube ich, so habe ich es verstanden, in Planung gewesen, diese Collection mit Marvin. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit Ellie, das sie so ein bisschen erzählt hat. Und es ist so krass bei Ellie, weil Ellie wirklich über Monate, über Jahre so ein Storytelling auch aufbaut. Ne? Erinnert ihr euch an ihren Merch-Drop? Ich glaube, zum letzten Spooktober, da war das ja auch so an Tarotkarten angelehnt und auch diese Kollektion ist daran angelehnt. Wir haben zwei Seiten bei der Palette. Einmal die The Sun und die The Moon-Reihe. Soweit ich weiß, hat Ellie alles selber gemacht. Die Kampagne hat sie selber gemacht, die ganzen Grafiken. Das ist schon krass. Also Ellie ist halt wirklich eine Künstlerin, das muss man ihr auch lassen und das muss man auch mal lobend erwähnen. Aber so sieht die Palette aus. Auf der einen Seite so ein schönes, dunkles, so ein schönes dunkles Grün und ein Weiß. Und wenn wir reingucken, boom, da ist sie. In der Palette sind 3, 6, 9, 12 Farben mit drin. Wir haben 4 matte Farben und der Rest ist Schimmer. Aber wir haben nicht nur diese klassischen Schimmertöne, sondern vor allen Dingen auch Topper Shades. Und ich blende euch hier einfach mal ein paar Swatches der Farben ein. Das ist natürlich, ich habe gestern dort schon vor Ort geswatcht. Das ist krass. Also was sie für den Preis wieder hingekriegt haben. Und ich muss dazu sagen, ich habe mir erst was anderes vorgestellt, als ich gehört habe, The Sun und The Moon. Jetzt, wo ich sie sehe, denke ich mir, es passt einfach wirklich wie Faust aufs Auge. Nicht nur zu Ellie, sondern auch zu dem Thema. Ihr habt hier auch sogar einen Spiegel mit drin. Ihr könnt die Palette so aufklappen auf beiden Seiten. Sehr handlich. Hier ist auch noch ein süßer Text.
Hi cutie, you've chosen to unlock a glowing future with this magical palette. I wanted to create something unique and versatile for all different facets of life. Mit dieser Palette solltest du die Möglichkeit haben, alle Looks zu besitzen, egal ob soft oder ein bisschen intensiver, mystische Looks und für jeden Anlass. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß mit der Palette, wie ich es hatte, sie zu kreieren. Wir kreieren daraus jetzt auch einen Look, weil das ist schon schön. Ich finde, das haben sie echt wirklich gut gemacht, nochmal so einen kleinen Bogen zu der alten Palette hinzukriegen mit diesen Topper-Shades, die ja wirklich so beliebt waren. Und hier haben wir natürlich auch einige dabei. Wir schminken jetzt aber einen Look und alle Farben kriege ich natürlich nicht hin, aber ich habe eine Idee. Los geht's. Selbstverständlich benutzen wir auch die Pinsel. Ich starte mit Pinsel Nummer 1. Das ist ein Blendepinsel, fühlt sich recht weich an, liegt auch gut in der Hand. Und ich gehe in Talisman. Das ist hier so ein matter brauner Kamelton. Die Fännchen sehen recht groß aus. Sind das 1 Gramm Fännchen? Da wird ein bisschen mehr sein als 1 Gramm jedes Fännchen. Die sind schon sehr, sehr groß. Und die Farbe stempel ich mir jetzt erstmal hier hin. Ich weiß, dass Annie wirklich für die matten Shades gekämpft hat, dass die gut sind und dass sie pigmentiert sind und dass sie nicht schmieren und dass sie sich gut auftragen lassen. Ellie, ich kenne ja Ellie schon eine Weile, ne? Ich kann jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ellie ist so eine Perfektionsmaus, ne? Wenn es nicht passt, macht sie es nicht. Das ist ganz, ganz krass bei ihr, weil es sehr, sehr selten ist bei Mäusen aus diesem Business, dass die so genau und akkurat sind. Und das ist Ellie einfach. Die macht nichts Halbes, die macht nur Ganzes. Heißt das so? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also die Farbe ist drauf, da brauche ich nichts zu sagen. Glaube ich, hätte deutlich weniger verwenden können. Ein schöner, warmer Kamelton. Perfekt für den Alltag. Ich mache das Ganze jetzt mal hier ein bisschen schneller. Lässt sich gut auftragen. Und mit demselben Pinsel gehe ich auch gleich in die Farbe Heatwave. Das ist ein Rot. Damit jetzt aber erstmal ein bisschen vorsichtiger, um die Farbe hier so ein bisschen aufzuwärmen. Auch das. Gut, das ist so krass, ne? Ich kriege richtige Flashbacks zu früher. Ich meine, das ist auch schon so lange her, ne? So vor 5 Jahren war das ja wirklich fast unser täglich Brot, so Reviews zu Kollektionen von Creatorinnen und Creatoren zu drehen. Und heutzutage ist es ja wirklich selten. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil es ja doch schon unglaublich viel Spaß gemacht hat. Auch die Farbe. Sehr, sehr weich. Lässt sich gut ausblenden. Eine schöne Kombination. Und jetzt könnte man beispielsweise hier Carolina oder Enchanted einfach aufs Lid machen und dann hast du einen Alltagslook. Muss natürlich nicht so viel sein. Ich übertreibe jetzt natürlich. Ich gebe jetzt Gas, damit wir so viele Farben irgendwie aufs Auge kriegen, wie es nur geht. Deswegen wechsle ich den Pinsel zu Nummer 3. Der ist ein bisschen kleiner und gehe in die Farbe Hexbag. Das ist ein dunkles Braun. Und das setze ich mir in die Crease. Wenn wir heute schon so 2019 Collection-lastig sind, ziehen wir natürlich auch eine Cut Crease heute wieder. Wow, Maxim ist zurück. Das war so lustig. Ich habe gestern, Luisa war auch da. Lisa und ich kennen sie auch schon ewig. Und ich erinnere mich, als Dagi ihre Kollektion rausgebracht hat, ihre Boutique-Make-up-Sache, da sind wir früher vom Event nach Hause gefahren. Ich glaube, es war, glaube ich, trotzdem 3 Uhr nachts oder so. Sind nach Hause gefahren, haben gedreht bis 6 Uhr morgens, dass das Video sofort um 7 Uhr online war. Das ist so krass, ne? Was wir wirklich damals für die Videos gemacht haben. Heutzutage funktioniert das so natürlich nicht mehr. Aber das war schon damals. Es war einfach eine ganz andere Zeit, ne? Irgendwie vermisse ich es auch. Also, wunderschön. Du hast einen richtig schönen Sonnenuntergang drauf. Ich bin jetzt so ein bisschen unsicher, welche Farbe ich nehme. Ich glaube, ich nehme jetzt mal Enchanted. Das ist ein richtig intensiver Schimmerton. Der ist ein bisschen grob glitzeriger. Geh noch ein bisschen in Carolina hier hinten rein. Der ist ein bisschen wärmer. Enchanted ist schon schön. Und dann ziehe ich mir eine Cut Crease mit der Farbe Morning Dew. Das ist so ein richtig schöner, heller Weißton. Und damit kann ich einfach so eine Kante ziehen. Die sind extrem glitzerig. Liebe ich sehr. Ich drücke das so ein bisschen fest. Du kannst natürlich auch einen Glitterglue benutzen. Aber Jinx ist natürlich auch krass, ne? Das ist so ein Wow. Das ist so ein holographischer Topper. Der changiert so ein bisschen zwischen rosa, pink und blau. Passt jetzt nicht zu dem Look, aber trotzdem nice. Geh direkt unten in die Farbe Hexbag. Blend das Ganze mit Talisman aus. Ich will jetzt trotzdem hier nochmal. Es wird nicht passen. Schade, schade, schade. Ich nehme jetzt Aurora. Setze mir das hier ins Inner Corner. Der changiert grün. Auch das ist ein Topper Shade. Schaut mal. Seht ihr das? Wie grün der schimmert. Ein bisschen unter die Augenbraue für so ein kleines Detail. Das ist so krass. Du hast halt. Guck mal. Witching Hour. Aurora, Fairy Dust. Das sind alles so Topper-Shades. Du kannst sie als Schimmer benutzen, weil sie so gepackt sind mit Pigment. Aber, das ist auch nice, ne? Stell dir mal vor, du nimmst den schwarzen Ton. Marvin sagt, das ist das schwarzeste Schwarz, was er jemals gesehen hat. Hast du ein Schwarz. Ist wirklich sehr schwarz. Und dann
packst du einfach entweder Fortuna oder Witching Hour rüber. Und das ist halt einfach nochmal ein ganz anderer. Also es ist wirklich sehr viel schwarz. Sekunde, ich muss mir mal kurz die Hände waschen. Seht ihr das? Okay, ich habe probiert, die Finger so ein bisschen sauber zu kriegen. Also das ist natürlich schon sehr, sehr viel. Ich habe probiert, jetzt alle Farben mit reinzukriegen. Was es noch in der Kollektion gibt, sind zwei Lashes. Die trage ich jetzt nicht auf. Ich zeige sie euch aber einmal kurz. Wir haben hier welche, die sehr, sehr wispy sind. Also sehr dünn vorne, in der Mitte aber ein bisschen kompakter. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das sind so halbe Lashes, die du dir außen hin machst, dass es einfach das Auge so ein bisschen nach außen streckt. Und ich glaube, ihr seht, wie krass intensiv diese Farben sind. Ne? Es ist so ungewohnt für mich, so einen Look nochmal zu sehen, weil ich das ja, wie lange ist es her, dass ich so viel Farbe auf dem Auge hatte. Aber ich glaube, ihr habt es an den Swatches gesehen. Ich glaube, ihr habt es an der Performance der Schimmertöne vor allen Dingen gesehen. Selbst wenn ihr sagt, okay, ihr habt schon Braun, Rot und ein Braun zu Hause, es geht hier vorrangig meiner Meinung nach um die Shimmer-Shades und um die Topper-Shades. Das ist so in der Drogerie mir nicht bekannt, deswegen ist das natürlichen Go. Die Pinsel sind super, die Pinseltasche ist toll, die Lashes sehen sehr, 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 sehr gut aus und ich mag das Design total gerne. Ich bin sehr gespannt, wie euch diese Kollektion gefällt. Von mir einen ganz, ganz großen Kuss an Marvin und Ellie, weil ich sehr, sehr stolz auf sie bin. Was sie, ihr dürft nicht vergessen, die sind, das, wir sind alle jung und was die Mäuse reißen mit ihrem Job, mit ihrem Leben, das ist einfach ganz, 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 ganz toll und da bin ich sehr stolz drauf. Da kriege ich so ein bisschen Papa, so ein bisschen stolzer Papa-Feelings. Freue ich mich sehr drüber. Ich bin gespannt, wie viele Emojis ihr gefunden habt. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns hier am Mittwoch schon wieder. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.